Hallihallo und herzlich willkommen. Heute schauen wir uns zusammen Naughty River an. Ist ein Survival-Adventure. Sah auf den Bildern erstmal gar nicht schlecht aus. Hat mir dann mal so die Reviews und so durchgelesen. War sehr durchwachsen. Manche fanden es ganz okay, andere nicht. Wird zurzeit auf Steam angeboten seit dem 20. August für 30 Euro. Denkt man eigentlich sollte ein bisschen was können, aber das ist ja kein Muss heutzutage mehr. Von da schalten wir mal ins Spiel, denn da ist mir direkt was aufgefallen. Was sehen wir? Keine Settings, keine Einstellung, nix. New Game, Loading, Survival Mode, Credits und Quit Game. Hier unten kann man auch die Sprachen wechseln. Es gibt Englisch und Französisch und das war's. Ich hoffe, dass es irgendwie in-game Einstellungen gibt, weil hier mit Escape kommen wir auch nirgendwo hin. Wir starten mal ein neues Spiel und schauen mal, denn die Musik ist auch am Anfang sehr laut gewesen, musste über den Lautstärkenmixer erstmal runterregeln. Ja. Ich glaube, das müssen wir uns nicht alles antun, könnt ihr euch ja in Ruhe antun, wenn ihr euch dafür entscheidet. Naughty River ist wahrscheinlich das Gebiet, in dem es spielt. Ich weiß nicht, ob wir ein Charakter sind und dann noch andere Aufgaben. Zumindest soll man wohl dann so ein Camp bauen und Überlebende retten. Und ich glaube, es spielt in so einer Art Zombie-Apokalypse. Aber gleich wissen wir mehr. Zumindest auf jeden Fall mit Stacheldraht und Zäunen und kannst du alles hochziehen. Essensfarm. Okay. Welcome to Naughty River. Okay, wir haben jetzt zwei Dudes. Beide ein bisschen angeschlagen. Ah, die können auf jeden Fall auch Auto fahren. Ein aussteigen geht, okay. Okay, Autos lassen uns rumfahren. Gecheckt. Selection, Movement, gecheckt. Jetzt natürlich der Ingame-Sound nicht mehr so laut. Ich gehe nochmal in den Mixer und schalte mal ein bisschen höher. Jetzt hören wir Vögel zwitschern. Go to the ranger station at the end of the path. Okay. Karte gibt's mit M zumindest nicht. Ah, hier gibt's Einstellung. Ah, also im Spiel gibt's Einstellung. Dann ist ja gut. Musik machen wir mal ein bisschen runter. Machen wir mal ein bisschen low und dann können wir den Mixer wieder aufrocken. Grafik, uhi. Ja, da müssen wir eine ganze Weile scrollen. Ah, okay. Kein Widescreen, aber was soll's. Okay. Ist jetzt keine Veränderung, aber ja. Eigentlich soll er einsteigen, so jetzt aber. Da sind auf jeden Fall Sachen zum Gucken. Karte war echt was Feines. Ich weiß nicht, ob die da kommt sogar über große Strecken zurückgefahren, oder? Das ist manchmal nicht schlecht. Go to the Ranger Station.
Nati River National Park. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall da rein. Wir lassen das Auto da mal stehen. Dann gucken wir mal. Schnappst dir das, du das. Du das. Ja, dann bringst du alles ins Auto. Was steht denn auf dem Schild drauf? Kann man gar nicht lesen. National Park Habitat Building, bla bla. Kann man das machen? Ja, die können es auf jeden Fall reparieren. Nicht schlecht. Secure the Ranger Station. Okay. Kleines Warehouse. Kann man den Kram bestimmt aus dem Auto dann dahin bringen. Fuel, Battery, Spare Part. Na gut, ist alles gut fürs Auto. Kann man auch da drinnen lassen. Aber aktuell fände ich es gar nicht so übel. Sieht nicht übel aus. Hat auf jeden Fall seinen kleinen Reiz. Aber für 30 Euro, da würde ich auf einen Sale warten. Für einen 10er, vielleicht auch für einen 5er. Damit kann man noch besser leben. Jetzt wollen wir uns über die Nati River Legende lernen. Zeug. Information Panel am Park, okay. Da ist eins, ah ja. Gemacht. Und du? Oder muss es jeder machen? Glaube ich nicht. Moral ist ziemlich weit unten. Ah, hier haben wir eine Karte. So, wo sind wir? Airfield, okay. Ist ja recht groß, gibt's einiges bestimmt zum Entdecken. Basecamp hat einen runden Kringel. Ich sehe es aktuell nicht. Ah, da oben. Da oben sind wir. Da ist Patricias Camp. Sonst gibt's soweit keine. Missing Persons und weiße X. Okay. Können wir abklappern. Fahren wir runter. Und dahin. Ja, man kann speichern.
Das machen wir mal. Hat er das jetzt gemacht? Sieht so aus. Aber ich glaube nicht, dass wir... Ist ein Doktor, der ist da verletzt. First Aid Worker, ja. Dann bleibt die hier und die gehen. Nicht ausblenden, dieser Nachrichtenkrams hier. Na, wir fangen jetzt erstmal. So, was ist das, eine neue Idee? Progress. Ja, ja, ja. Aha, Dokumente geben dir neue Ideen. Ja, schön. So, hier sind wir an der... Welche Brücke sind wir denn jetzt? Mit diesem gefahren, über diesem gefahren. Jetzt sind wir bei der... Bushaltestelle rechts rein. So cool. Ich glaube, dann geht aber der Sprit aus. Ah, er schleppt schon was an. Storage 9%. Oh, Sprit auf jeden Fall. Da könnte man. Ein bisschen noch was vertragen. Weiß nicht, ob wir den dann rein tanken können. Werden wir mal sehen demnächst. Wieder rausziehen. Kann auch nicht reingucken. Achso, Klamotten, Bücher, Batterien. Gibt's ja einiges drin. Vorspulen wäre noch so eine Funktion. Das wäre ganz gut. Erstmal zu der anderen Tante.
übrigens überfahren. Oh, du kriegst zwar minimal Schaden, aber sah jetzt nicht ganz so übel aus. So, jetzt sind wir auf jeden Fall hier. Dann kurz vor der nächsten Brücke muss die erste Tante sein. Was haben wir denn gefunden und weiter? Packen. Kann die auch noch Zeug verladen? Und so lange gucken wir nochmal, wo der andere Dude ist. Ein Stück weiter bei einem Parkplatz. Na, alles klar. Was haben wir denn da noch drin? Einiges. Ja, schon fast voll das Auto. Eins aber noch holen. Okay, hier sind ein paar. Ui. So. Komische Sounds auf jeden Fall, sehr aggressiv. So, holt jeder da nochmal was raus, weil das Auto bestimmt gleich voll ist, ja. Okay, die sind wohl voll. Ja. Schick mir die mal zurück. Und dann laden wir mal alles um und dann gucken wir mal, was wir noch mal brauchen.
So. Okay, hier sind nochmal 5 Leute, die wohl verhungern. Na, wo bleibt die Karre? Da kommt sie. Mit sehr wenig Sprit. Müssen wir gleich mal gucken, wie wir tanken können. Und dann müssen wir rausfinden, wie wir was bauen können. Wie wir das ganze Zeug verladen. Lotus Vehicle First. Ich habe keine Ahnung, wie ich die Dinger da rauskriege. Getankt haben. Was haben wir hier für einen Regler? So lässt man sie aussteigen. Choose resources to select. Ja. Ja, da komme ich jetzt nicht weiter. Gibt's hier nicht so ein Hilfeding? So, so machen wir die Guardians. So einen kleinen Plan, wie man das belädt.
Hier ist auf jeden Fall ein Baumenü. Jetzt müssen wir mal das ganze Zeug da reinkriegen. Der erste Grip hier. Hinfahren können sie auch nicht. Ja, ich werde jetzt noch ein bisschen tüfteln, wie man das rauskriegt, aber ich habe schon mal ein bisschen was vom Spiel gesehen. Hier oben gibt es auf jeden Fall einen Arsch voll Waffen. Gibt auch, wie gesagt, ein riesen Baumenü, wo man einiges basteln kann, um seinen Kern zu erweitern. Ups, jetzt habe ich es verklickt. Ja, Fabrikgebäude, Facilities, Gebäude, Büchereien. Oh, die Flagge. Naja, auf jeden Fall ist es echt nicht schlecht. Kann sich sehen lassen, das Spiel. Dann schaut es euch mal an, für 30 Euro würde ich es, wie gesagt, nicht kaufen, aber wenn es mal im Sale ist, warum nicht? Oder im Humble Bumble, kann man es auf jeden Fall mitnehmen. Danke fürs Zusehen und bis bald.